Wo ist er denn hin? Whiskers? Whiskers, Whiskers und Kodiak. So, dann gehen wir mal noch raus. Der wollte ja irgendwie in den Hof. Wenn ich mich recht erinnere, mein Khajiit hat die Quest hier, die Reihe hier nicht gemacht, weil als Schurke bist du bei den Gefährten jetzt nicht so unbedingt an erster Stelle. Da gibt es die Diebesgilde für. Darf ich den Typen jetzt gleich dann auch anschreien? Also im Sinne von, ne? Drachengebrüll und so. Wo ist denn der? Whiskers? Whiskers? Ah, da. Der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Mhm. Keine Angst, ich werd's verkraften. Okay, dann machen wir jetzt erstmal einen Quick Save. Ihr hättet nie herkommen sollen. Was glaubt ihr? Ist mir lebend, kommt ihr hier nicht raus. Ist der jetzt aggro? Bis zum nächsten Mal. Nicht schlecht. Ah. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Ich dachte schon, der wäre jetzt aggro. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Jawohl, General Whiskers. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Alter Schwede, ey. Den habe ich ja jetzt schon gefressen, den Typen, ne? Den habe ich ja jetzt schon... Und so, ne? Gib Eorlund Whiskers Schwert. Gut. Da wir ja wissen, wo die Himmelsschmiede ist. Ja, wie gesagt, so ein bisschen, ne? Wird viele Situationen geben, wo ich klar auch so tun Was könnte, wie mit dem her? Gefängnis vorhin. Ich hätte also tun können, dass ich nicht weiß, wo der Knast ist und Die Herausforderung des Waffenschmieds. Also, wer irgendwann mal Waffenschmied werden möchte, darf sich das hier gerne durchlesen. Da steht bestimmt drin, wie man tolle Schwerter schmiedet. Hat aber auch eine Menge Seiten. Oh Gott, gut, dass ich gesagt habe, ich lese keine Bücher vor. Da wäre ich eine Woche mit beschäftigt. Eine Seite pro Folge. Na gut, wir nehmen es mal mit. Ui, Was führt hier, euch hier? Ich habe ein Schwert hier. Whiskers hat mich mit seinem Schwert geschickt. Dann seid ihr wohl der Neue hier. Wieso muss jeder Neue das Schwert wegbringen? Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Mhm. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Gehörst du denn mit? Ich gehöre nicht zu den Gefährten, aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eorlund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Mhm. Ich muss weg. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ja. Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringt. Habt ihr nicht gerade gesagt, dass ich kein Das ist kein Befehl. Hier geht es um Respekt. Helft einem alten Schmied ein wenig aus. Ich muss zurück an die Arbeit. Hm. Also im Prinzip doch ein Befehl. Na gut. Wollen wir mal nicht so sein? Mal eben gucken, was der in den Taschen hat. Schuppdi-dupdi-dupdi-du. Hm. Das habe ich sehr wohl. Ja, okay. Das mache ich ein andermal. Ganz ehrlich, sonst sind wir jetzt hier. Ich kann da ja immer nur schwer widerstehen, den Leuten die Taschen auszuräumen. Und auch ein Ork muss ja gucken, wie das Essen auf den Tisch kommt, ne? Gehen wir mal hier. Können wir hier lang? Gut. Ist Ayela überhaupt in dem Gefährtenclub hier? Weiß er jetzt gar nicht. Einfach mal hier. Ne? Komm mal mit. Bring mal Schild und so. Ihr Whiskers. Ihr habt da vermutlich noch eine Frage? Nee, im Moment eigentlich nicht. Ja. Ich dachte jetzt, ich kriege hier irgendwie The Next Mission. Bringe Ayela ihr Schild. Na gut. Schauen wir mal, wir nehmen erstmal eben die Vermissten-Quest hier raus.
Das brauchen wir auch nicht mehr. Wo ist denn... Okay, Aela scheint da unten rumzulungern. Was ist das hier eigentlich? Ein Puzzle. Na gut, wird wohl im Endeffekt ein Griff, eine Waffe, eine Axt? Denke ich mal, ne? Wird mit Sicherheit darauf hinauslaufen, dass wir die Dinger nachher suchen dürfen. Ach ja, aber erstmal bringen wir Aela ihr Schild und dann klauen wir es ihr. nein, natürlich nicht. Sowas machen wir. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Aber hier bedienen wir uns nochmal ein bisschen. Hat keiner gesehen? Keiner gesehen? Gut. Ah, der Code. Oh, scheiße. Jetzt habe ich gedacht, der wäre im Bett. La, da, da. Setz dich ruhig, Kodiak. Ich will hier nur so ein bisschen... Ich hörte, ihr habt Kampfgeist. Das ist gut. Vielleicht werdet ihr ja einer von uns. Ja, kannst du mir dann jetzt nicht schon mal... Oh. Ich wollte gerade sagen, bei 50 Gold, das ist doch bestimmt mein... Level up durch einen Skillpunkt für zwei Händler. Wir hatten da D3-Herz darunter geschmissen. War ich das? Weiter so, Junge. Blickt immer nach... Ein Fremder betritt unsere Halle. Die haben im Moment nichts zu erzählen. Dann bringen wir mal Aela ihr Messerchen. Ach, die ist das. Die haben wir doch damals bei dem Riesen getroffen, ne? Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Wenn ich dich jage, musst du schneller sein, Mädel. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Moment. Ich kenne euch doch. Also glaubt der alte Mann doch, dass ihr Mut im Herzen habt. Na, aber sowas von. Wie schon gesagt, das ist der Welpe, den Wilkas erwähnt hat. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Ja. Lasst das bloß nicht Wilkas hören. Der gute Denkt alte ihr, ihr könntet es mit Wilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ich halte mich Ein rein. Mann der Tat. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Ja, okay, vielen Dank. Farkas! Farkas? Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Hey. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit. Ich komme sofort. Euer Gesicht ist neu hier. Ich behalte euch im Auge. Ja, tu das. Aber erstmal... Ich kann euch nicht bei allem helfen. Ja, ist doch gut, du sollst ja nur weitergehen. Skjör und Aiela ziehen mich gerne auf. Ich will eigentlich nur mal gucken. Okay. Aber es sind gute Leute. Lasst mich in Ruhe. Sie fordern uns zu. Aelas Schild. Torschlüssel von Weißlauf. Oh, die haben mal eben gleich hier. Die ist der goldene Stadt, oder was? Ich hätte mit all dem Pöbel hier abzugeben. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ja, ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Oh. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Okay. Thema das könnte ich permanent. Das hat sie schon immer getan. Es ist nicht so, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sprecht mit mir oder Aiela, wenn ihr arbeiten wollt. Okay. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Wilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen okay, also bei den Gefährten. Farkas und Aela geben uns erstmal unsere Mission. Übrigens, schauen wir doch direkt mal. Wenn ihr noch eine Beschäftigung... Wir haben Probleme hier im Fürstentum Weißlauf. Nichts Weltbewegendes. Nur ein Haufen kleiner Banditen. Feiglinge, bei denen ihr euch nicht anstrengen müsst. Klingt nach einem Plan. Ich kümmere Gut. mich drum. Lasst sie eure Klinge schmecken. Ich benutze einen Hammer, Übrigens, aber auch egal. Wenn ihr noch eine Beschäftigung sucht... Ja... Geht der Satz noch weiter? Alter, wie wär's mal mit ein bisschen Wasser? Aela. Ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Aela. Aela, Aela, Aela. Wo ist sie denn? Kuckuck. Aela. Hier ist sie nicht. Da ist sie nicht. Sind die nicht gerade noch hier rumgeflitzt? Wo geht's eigentlich hier hin? Ah. Ja, schau mal an. Da habe ich doch schon was gesehen. Lydia, mach mal die Tür zu. Danke. Denn mich interessiert eigentlich am meisten... Haha, den habe ich mit meinem
Schurken nämlich auch noch nicht. Nochmal eben quicken. Zack, dann nehmen wir den noch mit. Und dann gucken wir mal in den Schrank. Schalalalalala. Nichts ist vor uns sicher. Liegt hier noch irgendwo Geld rum? Nee, okay. Also Stiefelgedöns und so brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich würde jetzt viel lieber mal zu Aela. Wir laufen jetzt schon eine ganze Weile hier rum, ohne effektiv irgendwas zu tun. Aber bevor wir Aufgaben erfüllen, müssen wir natürlich erstmal Geldbeutel klauen. Ich meine natürlich Aufgaben annehmen. Und Geldbeutel klauen. Wo ist denn die Aela hin? Wer bist du? Ria. Mama Ria. Njada. Ein ganz schöner Frauenüberschuss im Moment hier, hm? Wer ist er? Torva? Interessiert im Moment keinen mit denen. Quatsch, mal ein andermal. Ich wüsste jetzt viel lieber gerne mal, ob Aela noch eine Aufgabe für uns hat oder ob die sagt, mach erstmal das von Farkas. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvaskere, solange ja, ich wir haben es mittlerweile kann. Verstanden. Jetzt würde ich... Das ist jetzt verlockend. Tut mir leid, ich muss versuchen, Aelas Schild zu klauen. Das ist einfach eine Frage der Ehre. Wer sieht mich denn jetzt? Warum bin ich... Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr ausseht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Na, ich kann dir wohl zeigen, was für eine Kraft mir inne wohnt. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Er nahm mich auf und half mir, das Ruder herumzureißen. Ah, okay. Ach, da hinten. Da sitzen noch so ein paar Spaseln rum. Ja, Aela. Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Okay. Gut, hier müssten wir doch jetzt mehr oder weniger safe sein, oder? Ich warte. Alles klar. Schild, ich komme. Das habe ich sehr wohl gesehen. Na gut, hätte ja klappen können. Schild, ich komme. Dieses eine Mal werde ich das ignorieren. Na gut. Na, sie trägt uns zumindest nicht nach. Dieses eine Mal werde... Okay, ich komme irgendwann wieder. Leck mich, ehrlich. Ah, wunderbar. Schwere Rüstung. Auch hier wieder ein wenig Lesematerial für die Leute, die es unbedingt interessiert. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. So. Das werde ich jetzt auch nicht mit jedem Buch machen, ne? So. Da. Und dann da. Und dann da. Mein Gott, sind das viele Seiten. So. Alles klar. Damit haben wir aber schwere Rüstung nochmal um einen erhoben. Wir wollten ja eigentlich Aela mal ansprechen wegen Arbeit, ne? Okay, und hier sieht man, sie könnte uns jetzt zum Beispiel in Schießkunst unterrichten. Aber da wir jetzt im Moment von Farkas eine Mission haben, scheint sie uns keine geben zu wollen. Dann gehe ich mal. Gut. Wir sind Spiro ja mal sagt, ich hätte Ja. Leck mich. Er gibt keine Befehle, aber sein Wort hat in Jawaske und in allen neuen Fürstentümern großes Gewicht. Komm, Ems. Verstehst du? Gewicht und so, ne? Jetzt müssen wir mal schauen. Nein, das will ich nicht. So. Da. Nichts als Ärger. Festung Waldheim. Da. Och, ist ja nur ein Stück. Was haben wir hier? Weißflusswacht. Lagerstille Monde. In das Schwert finden. Stille Monde ist das. Okay. Ja. Na gut. Wir machen uns mal auf den Weg. Jetzt sind wir auch genug hier in Weißlauf rumgejöckelt. Rumgezuppelt. Bum, badum, bum, bum. Alle aus dem Weg. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Ja, das ist schön, dass du für den arbeitest. Ja. Wir machen uns auf den Weg, wir gehen aber nicht zu Fuß. Ich würde sagen, wir nehmen uns erst die Weißflusswacht vor. Wir springen mal herüber. Denn den Weg von Weißlauf bis zur Brauerei, ja mein Gott, den kennen wir nun mal wirklich. Den haben wir schon mal hinter uns gebracht. So, und dann schauen wir mal, was der Tag uns noch so Schönes beschert.
Was steht ihr hier Wache, Ogliwürmchen? Ihr seid zusammen mit den Gefährten gesehen worden. Das ist eine wirklich ehrenwerte Gesellschaft. Ja. Also weißt du, da gehst du ins Haus und gleich zerreißt sich die ganze Stadt, das ein Holder war. So. Hier müssen wir irgendwo hoch. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Es gab hier irgendwo... Ah, jetzt fällt mir gerade ein. Bevor wir das machen, wir haben den anderen Bogen noch nicht auf Favoriten, ne? F für Favoriten. Und wo hatten wir den Bogen? Auf 2, ne? Okay. Wo ging es denn hier hoch? Kam ich hier hoch? Ja, sieht gut aus. Ah, ist alles so lange her, dass ich das mit meinem Kajit gemacht habe. Ach, wir hätten hier auch die Straße nehmen können. Gut. Ach komm, wir fackeln gar nicht lange. Oh, das ging ja schnell. Nehmen wir nicht mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Fellrüstung. Ja, mein Gott, das ist jetzt... Im Moment haben wir ja noch ein bisschen Kapazität. Wir nehmen mal ein bisschen was mit. Dem Geld. Ey. Haha. Boah. Was? Ehrlich. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir nicht mit. Nehmen wir auch nicht mit. Den nehmen wir mal mit fürs Verzaubern. Damit wir da ein bisschen Kleinmaterial haben. Jetzt gucken wir hier unten erst nochmal. Naja, was mir jetzt aber eine sehr große Hilfe, Lydia. Naja, warte mal, bis du ein bisschen ausgestattet bist. Dann läuft das. Ja, und eine Novizenkiste, die nehmen wir uns jetzt trotzdem nochmal eben vor. Zack. Damit haben wir nämlich Schlösserknacken nochmal um einen erhöht. Wunderbar. Heilung und die Rüstung nehmen wir auch mit. Und der eine Bandit hatte doch jetzt gerade eine Notiz in der Tasche. Bücher? Ja. Rodulf, eure kleinen Streiche strapazieren meine Geduld. Ich weiß, dass mein Onkel seine Eigenheiten hat, aber er ist nun einmal unser Wachmann und ihr werdet ihn respektieren. Kein Herein- und Herausschleichen mehr, keine Spielchen mehr mit seinem Buch oder Nägeln auf seinem Stuhl. Noch ein solcher Scherz und ihr werdet sehen, wie lustig ein Tag hinter Gitter stehen sein kann. Haiwa. Ja. Also, der Typ, den wir gerade umgemoscht haben, der scheint da irgendwen zu ärgern innerhalb dieser Festung, hätte ich beinahe gesagt, innerhalb dieser Gemeinschaft. Und bevor wir da reinstarten, mache ich jetzt eine kurze Aufnahmepause, mache mir nochmal einen Kaffee und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!